Mein Name ist Michael Eck. Ich bin Mitarbeiter der HUK Coburg Versicherungsgruppe, dort in der Abteilung Betriebsorganisation für Prozess- und Organisationsmanagement zuständig und leite seit knapp anderthalb Jahren das Projekt Personalinformationssysteme. Seit mehreren Jahren gibt es im Hause HUK Coburg bereits Überlegungen, die Personaldokumente zu digitalisieren. Dies hat mehrere Gründe. Zum einen ist natürlich der Platzbedarf, den man im Laufe der Jahre benötigt, enorm groß geworden. Und demzufolge wachsen auch in dem Bereich die Kosten. Wir als HUK Coburg haben uns auf die Fahne geschrieben, die Kostenführerschaft im Bereich der Verwaltung letztendlich zu wahren. Und demzufolge lag es nahe, sich auch mit dem Gedanken zu tragen, wie man Verwaltungskosten gerade in den Stabsabteilungen so günstig wie möglich zu halten. Ja, und da liegt es natürlich auf der Hand, bei knapp 8.500 Mitarbeitern mit gut und gern 2,5 Millionen Dokumenten heute schon, auch zu überlegen, wie man hier eine Kostenreduktion zugunsten elektronisch gestützter Prozesse und damit natürlich auch verimagter Personaldokumente hinzubekommen. Zwischenzeitlich befinden wir uns in einem Stadion der Umsetzung mit Sapirien. Wir stehen kurz davor, auch produktiv zu gehen. Die Erwartungshaltung des Hauses liegt darin, dass die Verfügbarkeit, so wie wir es auch im versicherungstechnischen Geschäft kennen, deutlich erhöht wird. Bedingt durch eine Vielfalt von Führungstätigkeiten, Gehaltserhöhungsprozesse, Beurteilungsgespräche, Qualifizierungsmaßnahmen etc. haben wir einen reinen Personalaktentourismus, wenn man es so bezeichnen darf. Und das hindert uns letztendlich eine permanente Verfügbarkeit der Dokumente auch im Personalbereich und in der Personalentwicklung gewährleisten zu können. Die Erwartungshaltung liegt demzufolge darin, dass wir die Prozesse verschlanken können, dass die Service-Level auch im Rahmen der Personalbearbeitung, der Personalbetreuung und auch der Personalentwicklung, denn auch das ist ein Bestandteil der Personalarbeit, deutlich erhöht werden kann und damit der Kunde intern gesehen, nämlich der Mitarbeiter, hier einen besseren Service in Zukunft bekommt.